Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sunkenland. Heute möchte ich mich näher mit dem Forschungstisch beschäftigen. Alles weitere nach dem Intro. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier noch erforschen könnten. Reparaturwerkstatt, Glaswand, Wandfalle. Armbrust auch sehr interessant. Zweihandaxt, Metallschrott, Speer. Okay. Ja. Gut. Ich scheine jetzt. Da bräuchte ich immer noch dreimal Seil. Ich glaube, Seil hatte ich da gar nichts mehr drauf. Hier war meine Essenskiste. Das könnte ich dann auch erstmal. Da reinpacken. Gut, Wasser. Mal trinken, dann passt das doch. Okay, also ich brauche auf jeden Fall Seile. Zwei. Dann mache ich Seile, das war hier Stoff. Baumwolle, okay. Gut, aber jetzt auch mit den neuen Schwimmflossen, die ich ja jetzt habe, sollte das Ganze hier doch deutlich schneller von der Hand gehen. Ich komme auf jeden Fall jetzt hier auch ein gutes Stück tiefer als vorher. Von daher schauen wir mal, was wir jetzt hier noch alles Tolles finden. Ich muss natürlich auch wieder nach oben. Da gab es schon mal nichts. So, hier war ich aber eigentlich schon. Nicht unbedingt weiter. Naja. Wir halten uns ja erstmal hier unten auf. Auf jeden Fall schon mal einmal Stoff dabei. Und jede Menge Metallschrott. Glaube ich, war ich doch schon beim letzten Mal. Gehen wir hier mal noch ein Stück weiter. Gar nicht so gut. Angegriffen werden war hier eigentlich nicht eingeplant.
komme ich hier wieder raus? Ach, da kann man knapp. So, und es wird wieder dunkel. Das ist ja ehrlich gesagt eigentlich nie so gut. Schwer kann ich wahrscheinlich wegpacken, dann geht es doch ein Stück schneller. So, hier mal noch schauen, ob ich noch irgendwas übersehen hatte. Stoff, das gibt noch einmal Seil, das ist doch schön herstellen. So, und dann einmal hier alles leer machen, denke ich mal. Ah, okay. Es geht schneller, wenn ich das mache. Danke erforderlich, das ist nicht so schlimm. So, dann habe ich hier. Jetzt kommt alles da rein. Und Glas. Hab ich Benzin gehabt? Da. Okay. Schön, den packe ich mal dahin. Sagen, wenn wir noch was trinken, ich will kurz etwas Wasser holen. Den sollten wir ja auf jeden Fall auch mitnehmen. So. Das reicht an Wasser. Schließen. Den Eimer packe ich mir wieder zurück. Der kann dahin. Hinzufügen. Holz. Holzkohle. Ich weiß noch gar nicht genau, wofür ich die nachher brauche. Okay. Ah, cool. Das kann man dann also wirklich hier weiter freischalten. Das hatte ich ja schon alles. Also was ich wirklich jetzt bräuchte. Hängende Laterne, Lagerfeuer. Paddelboot. Geil, Metallregal, einfacher Schrank. Das ist jetzt alles nichts, was ich so direkt bräuchte. Also das Fischernetz sehe ich ja schon irgendwo einen Vorteil drin. Das würde ich mir auf jeden Fall auch herstellen.
Okay, Metallschrott, ja. Hör mal, ich kann nicht auch schnell schlafen. Ja, das ist doch super. Einmal Wasser trinken. Essen nehmen. Wenden. Und dann geht's doch hier auch direkt weiter. Der Baum ist aber mal ganz sicher da reingewachsen. Ungünstig, wenn wir mal ehrlich sind. Der Rest von dem Baum ist dann wohl doch in meine Base gefallen. Alles einsammeln, was wir hier finden. Ist doch einfach mal die Energie weg. Das ist schlecht. Den wollte ich schon noch haben. Den haben wir auch noch bekommen. Da liegt noch ein bisschen Holz. Hallo, hallo, hallo. Schon egal. Aber auch erledigt anscheinend. Und Stoff ist ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, genau das, was ich aktuell auch benötige. So. Das heißt, ich könnte mir einmal Seil herstellen. Perfekt. Und dann da Seil gehabt. Bauen. Da. Und einmal davon. So, genau. Und dann bauen wir davon mal ein Fischernetz. Gut, da ist aber noch kein Fisch drin. Und daher könnte ich ja noch ein bisschen was anderes in der Zeit machen. Was habe ich denn hier noch bekommen? Das packen wir mal da rein. Ja. Schauen wir mal, ob die Erdbeeren fertig waren. Ich denke schon. Nein, waren sie nicht. Tür schließen.
Und dann geht's wieder in die Tiefe. Hier war ich schon. Doch sehr wichtig, deswegen mal schön alles hier einsammeln. Da war noch mehr. Gleich. So, dann noch einmal hier runter. Da war es nicht. Eigentlich wollte ich noch eins tiefer, genau da einmal reinschauen. So, Luft schnappen und nächstes Haus anschauen. Aber es sind ja keine Häuser mehr, sondern eher Ruinen, würde ich sagen. Aber wenn ich genug Metallschrott sammle, würde ich vielleicht auch an der Base noch ein bisschen was verändern. Zum Beispiel vergrößern und direkt aus Metall bauen, wenn das geht. Und erstmal schauen, wie viel Metallschrott ich denn jetzt hier überhaupt finden kann. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch kurz alles hier lassen. So. Okay. Dann, ich glaube hier. Ich komme nichts. Da ist wieder ein Auto. Also finde ich da auch immer Sachen drin. Habe ich auch einmal um meine Base soweit alles nochmal abgesucht. Feucht. Ich dachte, da wäre was.
ein Viech drin. Na gut. Aber nicht so schlimm. So. Langsam müssten noch die Erdbeeren auch fertig sein. Sammeln. Sammeln. Ob ich davon noch eins bauen kann. Ich enorm viel Holz für. Moment, Pfeile bräuchte ich vielleicht noch ein paar. Vielleicht brauche ich mehr Armbrust, Schaden, Armbrustbolzen. Tja. Bauen. Paddelboot. Ein einfaches Boot für das von Rudern. Kann ich das überhaupt bauen? 5 und 6. Ich bauen. Ist aber auch, dann machen wir das noch mal glatt. Ausziehen. Wo ist das Boot? Da. Das Boot habe ich gebaut. Das Ding zurück. Dass da funktioniert, was ich mir vorgenommen habe. Und zwar einmal kurz da vorbeischauen, was das da genau ist. Tantensiedlung, okay. Vielleicht bauen wir da doch einen kleinen Bogen drum. Hier einfach noch mal vorbei. Da gab es nämlich ehrlich gesagt auch relativ viel zu finden. So, hier wieder runter. Wächst immer wieder schön nach, das ist gut. These days, people will take whatever. You interested in some good? Okay. Anscheinend gibt es hier auch immer mal wieder noch neue Sachen. Ja, liegt auf jeden Fall noch ein. Ja. Komm ich nicht rein. Na gut. Noch ein Stock. So, dann
gut. Hier war ich, glaube ich, auf jeden Fall Mutant. Da kann ich nämlich schon einen sehen. Die Frage ist, ob es wirklich auch nur einer ist oder ob es mehrere sind. Habe ich definitiv genug dabei. Okay, jetzt trifft er also auch. Schon mal nicht. Auf jeden Fall nur einer. Ich hätte es wirklich stehen lassen. Scheint so. Ist ja richtig gelohnt.
schwimme einfach dann wieder zurück. Und dann lege ich mich wahrscheinlich erst einmal schlafen. Das sind ja hoffentlich keine Haie. Das habe ich da echt auch noch ein Problem. Dann würde ich das nämlich nicht überleben, wenn die mich jetzt noch angreifen. Ja, gut. In der Nähe eines Feuers ist im Moment etwas schwierig. Aber gleich haben wir es geschafft. Ich werde hier leben. Sehr stark sogar. Fisch nehmen. Ich habe Fisch gefangen. So. Listen. Okay, Moment einmal hier. Krabbe, ja. Die wollen wir auf jeden Fall essen. So. Was habe ich noch? Hinzufügen. Das habe ich. Und das noch nicht. Das kommt da rein. Sondern. Das kommt da rein. Roter Schnapper. Ganz toll. Ausdauermix. Es ist noch nicht Schlafenszeit, okay. Gut. Dann würde ich sagen, sobald es gleich hell ist, Naturwerkstatt. Ah, kann ich mir einmal Seil herstellen? Muss ich eigentlich? Seil. So. Hab ich 2 und 5. Okay. Schade. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal zurück. Und kann ich hier irgendwo, ich denke noch nicht, Lagerfeuer in der Feuerschale. Ja gut, vielleicht bauen wir erstmal Metallfundamente. Ja, mal alles aus Metall bauen. Schlafen. Ja. Mal einmal schnell schlafen. Hat schon sehr geholfen. Und einmal was essen. Was trinken. Wasser hinzufügen. Gut, machen wir das mal zuerst. Das gehört ja anscheinend jetzt hier mittlerweile zur Morgenroutine. Ausziehen. Ah, da müssen wir was einpflanzen. Ich nehme. So, dann war aber eigentlich hier
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wasser nebenan gesagt. Vielleicht doch was näher bauen können. Ich denke, ich gehe einfach hier rein. Dann ist es nicht ganz so weit weg. Zurücklegen. Da rein. Holzplanke. Das. Gut. Holen. Wintervoll, klar. So, und dann würde ich sagen, bauen Fundamente 1, 2, 3. Okay, Fundamente habe ich. Teilwand. Glaube ich hier. Das wird abreißen. Scheint man nicht so. Mhm. Schön. Ganz toll. Metalltür. So, und dann. Metalltür. Okay. So, dann haben wir das und dann Halbmetalltreppe. Treppe ist blöd. Metallleiter, Metalldach, Metallboden. Mal schauen. Boah, hier kann nur auf Pfeiler gebaut werden. Ob die reichen oder ob ich dafür wirklich vier bauen muss. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Pfeiler. Perfekt, Metallboden, ja. Mehr Metall habe ich einfach nicht, das ist aber damit. So, Metall kommt da rein. Holz kommt da rein. Mal kurz überlegen. Ich dafür
war das? Da. Drei. Fleischstoff habe ich aber keine, glaube ich. Ich nehme noch ganz paar. Darauf habe ich keine mehr. Also ich muss mir auf jeden Fall mein Boot wiederholen gehen. Egal wie. Oh oh. Müsste man schon, oder? Oh, wo sind sie denn? Da ist noch einer. Ja, verdammte Schüsse brauchen die. Ja, 5. Ja, also. So. Das ist schon mal gar nichts, das ist ja super. Ich hab übrigens einen Stoff gehabt. Liegt aber jetzt auch Kacke hier. Wo war der andere? Hat der auch nicht, kann nicht sein. So. Also nichts. Gut. Trinken. Das nehmen. Kugelfleisch kann man also doch. Ja, da war ich mir nicht sicher, aber anscheinend geht es ja doch, dass man das Vogelfleisch nehmen kann. So, ich muss. Ja. Da. Da steht mein. Mein Boot. Schaut ist aber sehr wichtig. Im besten Fall merken die dieses Mal gar nicht, dass ich da bin. Das war wirklich der Optimalfall. Thank you.
Teilschrott hier einsammeln. Bestens, einmal die ganze Insel hier abgrasen. Auch was drin, wenn das schon offen ist. Ah, eine Kiste, die ist immer gut. So, was haben wir denn da? Neon Geist. Hemd. Ziehen. Okay. Sonst war hier nicht allzu viel. Zeitholz. Gab's noch was zu essen? Das glaube ich eher nicht. Mal schauen. Nein. Okay, dann. Ich die nicht irgendwie einfangen. Okay. Wir müssen schauen, ob es hier auch einen Eingang gab. Nein. Dann habe ich ja wenigstens mein Drehboot wieder zurück, was übrigens ja mal gar nicht so langsam fährt. Und ich habe auch einiges an Metallschrott wieder eingesammelt. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal eine Runde brauchen. Was es hier noch gibt. Das ist wahrscheinlich Holz. Jungenbooster, okay. Luftschnapp vergessen. Oh, hier ist eine Truhe. Noch besser. Ich hab immer gelohnt. Das
ich ja jetzt schon Zeit, weil ich so viel auf einmal transportieren kann. Das will ich vorher gar nicht. Dunkel, also meiner Meinung nach wird es zu schnell hier wieder dunkel. Shit. Man kann gar nicht so schnell alles erledigen, wie es hier dunkel und hell wird. Das Drehbund ist auf jeden Fall eine sehr gute Anschaffung gewesen. Schauen wir mal, ob noch ein Licht ist, ja. Armbrust. Die sollte ich auf jeden Fall jetzt hier bauen können. Da. Das. Holzkohle. Eine Holzruhe, das kann nicht sein. So, Ruhe. Dann machen wir hier einmal alles raus. Ein Tafel. Okay, das machen wir jetzt gar nicht. Das war genau das, was ich brauche. Länger vorbehalten, Tauchzeit. Im Schwerter, der Verkauf an Händler kann erheblichen Gewinn. Okay. Egal. Ich muss das hier einmal schnell noch sichern. Schon runtergefallen, oder? Da war's. Komponenten. So, das heißt, ich könnte mir nämlich eine Armbrust hier einmal. Seil, bevor mit Ball, Schrott, Seil, Ball, Schrott. So, dann haben wir nämlich hier auch die Armbrust. Munition für Armbrust. Perfekt. Immer besser. So, ist nur die Frage, die Armbrust. Okay, also. Ein Seil kann ich mir auf jeden Fall herstellen. Da machen wir jetzt einmal Seil. Das
brauche ich noch für die Armbrust? Okay. Mach das alles schön nach. So. Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wo war das mit dem Lagerfeuer? Oh, Lagerfeuer. 7 Holz. Da kann ich auch direkt ein Holzlager näher nebenbauen. Das war doch irgendwo hier. Ach, es ist schon etwas durcheinander manchmal. Holzlager, ja. Schauen wir nicht hier hin, sondern dauerweise hier hin. Kann man sogar zwischendurch was trinken. Perfekt. Gut, ich muss halt irgendwo einen Leiter platzieren. Würde ich sagen, baue ich mir das Feuer, Holzlager, wo war das denn jetzt hier, Holz, Feuer, dahin, und dann habe ich hier noch ein Holzlager, ich frage mich nur wo, da war ein Holzlager, egal. So lässt es sich doch aushalten. Mein Bett ist halt nur halt hier nebenan. Gut, dann würde ich sagen, ich lege mich einmal schlafen. Und dann haben wir auch für heute wieder alles soweit erledigt. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.